42 Cent. Dann holen wir noch im Zweifelsfall noch Zeug ran. Kürbisse findet man ja an jeder Ecke hier in Ironien. Das ist ja so die Nationalfrucht. Die Hälfte meiner Bevölkerung besteht daraus. Na, obwohl so schnell wie sich die Langnasen vermehren neuerdings. Kann man das auch nicht mehr sagen. Sagen wir so, die seriöse Bevölkerung besteht aus Kürbissen. So. Muss er doch noch mehr als 42. Quatsch. Du sollst da jetzt aber nicht stehen. Ja, ich weiß noch, wie weh mir das tat, als der Spielstand kaputt ging. Das war ja auch an der Stelle hier. Das mussten wir alles im Creative-Modus nachbauen. Deshalb sind hier ja so viele Leuchtstäbe. Ist ja egal, das ist so die kleine Entschädigung. Und 42. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass wir noch Kürbisse holen müssen. Ich hätte nicht gedacht, dass hier jetzt noch so viel rumsteht, wie viele Pflanzen hier allein dann schon stehen. Stehen ja über 100 von diesen Bäumen. Ja, sieht ja auch danach aus. Richtig schöner Zierwald. Ich bin sowieso mal überlegen, wenn wir das nächste Mal einen Wald anlegen, dass ich da so ein, zwei davon dazwischen haue. Da bin ich schon gespannt, wie das aussieht. Hallo, rote Beete. Ich hasse rote Beete. Nicht so sehr wie Zwiebeln, aber muss nicht sein. Hallo, Kürbisfeld. Ach Gott, jetzt muss ich auch noch ganz vorsichtig sein. Ist das eigentlich unser größtes oder ist das andere größer? Ich weiß das nicht. Das hier ist auf jeden Fall länger. So, das sollte es eigentlich auch schon gewesen sein. So, ich denke, bei den ganzen Kürbissen, die da unten stehen, da brauchen wir jetzt keine Angst haben, dass Monster spawnen. Wisst ihr was? Hier einfach auch. Sieht schöner aus als die blöden Fackeln. Ja, die Fackeln überall sind mir eh ein Dorn im Auge, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich nicht so prickelnd, dass es quasi nur eine Kammen-Leuchtmethode gibt. Naja, mit Kürbissen zwei. Also Kammen im Sinne von häufig. Die anderen Leuchtmethoden sind ja doch eher selten. Also die Seelaternen kann man eigentlich ganz vergessen. In der Masse, wie man sie bräuchte. Nether, Glowstone. Uff, naja. Geht. Redstone-Laterne braucht Glowstone. Das Einzige, was es noch gibt, sind hier diese Leuchtstäbchen. Und dafür muss man halt auch wieder in den Nether.
Aber das geht eigentlich noch. Die ist so uncommon bisher. Ja, das sind so diese TCG-Begriffe aus dem Sammelkartenspiel, die ich immer noch so im Kopf habe. Für Seltenheitsbestimmungen, common für häufig, uncommon für mittel oder mäßig. Dann kommt rare für selten. Dann würde Ultra Rare kommen. Was wäre Ultra Rare für eine. Nee, kein Leuchtmittel. Ultra Rare haben wir. Uff, ich weiß gar nicht. Leuchtet das Ding? Wenn, dann wäre es das Ding da. Das ist schon Ultra Rare. Ja, aber ansonsten. Höchstens Rare. Reicht ja auch. So. So, ab nach Hause, Tür zu. Wir haben alles geschafft, was wir schaffen wollten heute. Ist da irgendwas zu viel drin? Ach, ich habe mein Futter reingepackt. So, das kann jetzt auch wieder dorthin. Von allen so ein bisschen über. Ich sag mal, wenn Power und GP wiederkommen, die wollen ja auch weiterbauen und ja, dann können sich davon was nehmen, wenn sie wollen. Ansonsten, wenn sie nicht wollen, ist das halt immer noch ein gutes Material für die Pyramiden. So, alles weggepackt. Dann gehen wir noch mal schlafen, damit die Monster verschwinden und ich verabschiede mich dann schon mal. Bis zur nächsten Aufnahme dann. Macht es gut. Bis dann. Tschüss. Aufnahme beenden wir mal positiv. So, Hallöchen, und da sind wir wieder zu Let's Play Minecraft. Immer noch der erste Snapshot, der 1.12. Und heute mit einem Texture Pack, das sich über die Jahre leider sehr negativ entwickelt hat. Allerdings hatten wir es eine lange Zeit, ganz am Anfang des Let's Plays. Azar, Azrit, das sind diese ganz hellen Texturen. Fast schon Pastelltöne. Und das gucken wir uns heute einfach mal eine Aufnahme lang an. Ja, vielleicht erinnert sich der eine oder andere an die hellen Steine. Das hatte ich halt auch eine sehr lange Zeit. Leider fehlen viele Texturen. Wovon ich hier gerade gar nichts merke irgendwie. Ach, das ist alles Wolle. Deshalb ist es da. Hier zum Beispiel die fehlen. Ach, gucken wir es uns einfach mal in der freien Natur an. Ja, keine Monster-Texturen. Und verdammt groß mit 126. Seid ihr denn für. Ach so, ihr wart von hinten. Ach ja, stimmt, die Creeper mit dem schönen Gesicht. Ist halt nicht so ganz auf dem neuesten Stand. Zumindest die Creeper sind da, der Rest ist ja egal. Uah, du hast mich erschreckt. Ach so, ihr seid gar keine Zombies, deshalb habt ihr auch keine Farbe. Entschuldigung. Den Diva finde ich auch nett gemacht dort. Obwohl er sehr unauffällig wirkt. So, was liegt heute überhaupt an? Weiß das noch einer? Ah, Sand. Sand, 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 Sand. Genau, wir hatten keinen Sand. Und Sand ist hier fast weiß. So, wir könnten jetzt natürlich hier weiter abbauen. Da ist auch noch überall ein bisschen Sand drin, aber. Ich bin ehrlich, wenn wir das machen, würden wir jetzt 2 Stunden Let's Play damit verbringen. Dann feststellen, wir haben vielleicht eine Kiste, eine halbe Kiste Sandstein, eine Viertelkiste. Und dann würden wir woanders hingehen. Boah, das Texture Pack hat sich gut entwickelt. Auch wenn jetzt natürlich sehr viel fehlt. Das sieht man ja hier, Andesit fehlt zum Beispiel komplett. Und es ist natürlich sehr blass, aber das war schon immer.
Nee, bla bla blub, wo war ich stehen geblieben? Genau. Wir könnten hier schaufeln, es würde sich hinten und vorne nicht lohnen und deshalb holen wir uns jetzt erstmal das Bett, das da steht. Das wäre sehr nützlich. Und dann gehen wir in die Wüste und holen uns da ein bisschen was weg. Was natürlich um einiges sinnvoller ist. Weiß einer, was diese Wollknödel da unten bedeuten? Ist das meine Futterleiste? Zeig mal. Ah, na gut, das müsste man vielleicht dazu schreiben. Das Bett ist hier durch und durch solide. Kann man machen. Muss man aber nicht. Aha. Abgestürzt. Hä? Also ich würde inzwischen sagen, das liegt wirklich an der Inkompatibilität der Texture Packs. Was ist das für ein Lärm da draußen? Muss das jetzt sein? Ich nehme auf. Schaltet mal den Motor da ab. Oh, wartet mal ganz kurz. Da, bin sofort wieder da. Schnauze! Darf doch alles nicht wahr sein. Müssen die eigentlich jeden Tag hier irgendwo Randale machen? Oh, okay. Lithos Core lassen wir jetzt einfach mal drin, so wie er ist. Weil der ist der einzige, der wirklich, wo nicht steht, inkompatibel. Was auch immer das bedeutet. Ich habe mich in den letzten Jahren nicht wirklich mit den Texture Packs befasst. So, und jetzt ersticken wir im eigenen Mief, was immer noch besser ist, als durch dieses jämmerliche Geräusch dort zu leiden. Naja. Okay, das ist jetzt wirklich Litos Standard. Ohne mein Deep Blue, ohne meine Pony-Texturen, ohne hier das Litos Luminos Update, ohne String Green. Ich muss mich wirklich mal damit beschäftigen, was es bedeutet, wenn da steht, dass ein Texture Pack inkompatibel ist. Und dann beschäftige ich damit, wie man das aufheben kann. Da muss ja wahrscheinlich irgendwas in dem Texture Pack sein. Irgendeine Kleinigkeit wahrscheinlich nur. Vielleicht nur eine Versionsnummer muss angepasst werden. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wieso Minecraft neuerdings so viel rumzickt. Das hat es ja früher nicht getan. Na gut, inzwischen zickt es ja selbst rum, wenn ich jetzt mit Bandicam einfach so aufnehme. Da stürzt Minecraft ja direkt ab. Was ich auch nicht verstehe. Aber das hat eher was mit Java zu tun. Denn das macht es erst seit dem letzten Java-Update. Naja, ist egal. So haben wir den kompletten Desktop mit drauf. Die Aufnahmen bröckeln nicht immer ab. Ich muss die Aufnahmen nicht ständig reparieren. Das sind durchaus Vorteile. Da vorne ist ein Fehler, oder? Nee, das ist eine Tür. Kein Fehler, eine Tür. Das ist kein Fehler, das ist ein Feature. So. Nee, hier vorne ist die ideale Abbauwüste. Genau richtig hoch, genau richtig lang. Da können wir schön ein paar Reihen wegnehmen, ohne dass es jemand interessiert. Außerdem soll das Land dort auch eh weg. Von daher ist es wurscht. Immer wenn ich hier hinkomme, muss ich daran denken, dass wir hier eigentlich auch noch so viel zu tun haben. Da steht ein so ein blödes Huhn drin und produziert Eier. Ich glaub's nicht. Wo gibt's denn sowas? Ja, bis hierhin geht die Stadt. Nee, eigentlich schon ein Stück weiter, aber hier vorne ist halt nix. Naja, kommt alles noch. Hier machen wir als nächstes übrigens dann weiter. Und dann legen wir einfach mal oben drauf, ich weiß nicht, Stück für Stück Dreckblöcke. Vielleicht hilft das ja der Karte. Wir machen uns eine Kopie von der Karte, nehmen sie mit hier hin und experimentieren einfach da mal so ein bisschen, so 5, 6 Folgen lang. Vielleicht kriegt ihr, vielleicht wird's besser, vielleicht wird's schlechter. Hauptsache, wir tun mal was da dran an dem Problem.
So, wenn wir jetzt übrigens Dreck kriegen, werden wir hier mal den Boden so ein bisschen anpassen. Das heißt, der Dreck, den wir jetzt ernten, der ist reserviert. Obwohl ich glaube nicht, dass wir hier viel Dreck zusammenkriegen. Wir könnten uns mal ein Lager hier aufstellen. So. Zwei Kisten Sandstein, zwei Kisten Sand, habe ich mir so gedacht. Und das Inventar dann voll mit den Resten. Wie zum Beispiel der Kohle, die hier unten drin ist. Die wir jetzt allerdings nicht abbauen können, da wir kein Füllmaterial haben. Ach, was ein Wunder. Hier ist ja auch wieder Sandstein. Das habe ich ja schon ganz vergessen, dass unter Sand manchmal Sandstein liegt. Ja, abbauen können wir sie jetzt ja trotzdem schon. So. Es ist doch dunkel. Was hast du denn? Es ist noch nicht dunkel genug. Ach übrigens, was man als Spieleentwickler tunlichst nicht machen sollte. Man postet in Twitter, dass man gerade an einem super tollen neuen Feature arbeitet. Dann fährt man zur Game Developer Konferenz und lässt 2 Wochen lang von sich nichts hören, da man das gleich noch mit einem kleinen Urlaub verbindet. Direkt nach der GCG, GCD, GD, Game Developer Konferenz, GDC, so, arbeitet man 1 Woche weiter. Schreibt dann im Twitter, ja, ich bin jetzt schon fast fertig. Und 5 Minuten später haut man rein, ja, ich bin jetzt erstmal 2 Wochen weg. Also ich weiß nicht, hasst Dinnerbone die Minecraft-Fans inzwischen? Oder warum tut er sowas? Ich meine, das ist einfach nicht nett. Ne? Da. Naja, er soll wahrscheinlich auch nicht nett sein. Wahrscheinlich hat er einfach Spaß an sowas. Ich würde gerne, vor allem er sagt nicht, was er tut. Er sagt einfach nur, es wird voll das tolle Feature. Ich meine, Jens sagt wenigstens, ja, hier, ich arbeite gerade an bunten Betten. Das ist doch auch schon mal was. Bunte Betten. Eine tolle Sache. Sollte zwar lieber an Halbsteine und Treppen arbeiten, aber das ist auch schon Anfang. Übrigens, mit diesem Halbsteine- und Treppenproblem bin ich übrigens nicht alleine, habe ich festgestellt. Es gibt eine breite Community, die sich mehr Halbsteine und Treppen wünschen würden. So. Ja, hier werden wir schnell was zustande kriegen. Juhu! Sogar noch ein bisschen Eisen. Ist ja schön hier. So, dann kommen wir von mir aus hier rum. Aber ich sage, hier kann man wirklich sehr ideal das Zeug farmen.
Ja, bis auf den einen See, den wir zuschütten müssen, da der genau eine Reihe zu tief liegt. Und ich keine Ahnung habe, wie man das Wasser da drüber lenkt. Na egal. Bald wir hier ein bisschen an eine Dreckquelle kommen. Hier wird auch noch Dreck liegen irgendwo. Es hat immer irgendwo Dreck gelegen. So ideal kann das gar nicht sein hier. Da vorne ist, glaube ich, eine Höhle. Aber von mir aus reicht auch Stein, um zuzuschütten. Mein Gott. Ja, das ist jetzt natürlich sehr suboptimal, wenn wir hier alles kaputt hauen. Ja, hier ist natürlich auch noch ein Wasserbett. Auch eine Reihe zu tief. Oder bin ich hier einfach eine Reihe zu hoch? Das kann natürlich auch sein. Ach nee, das wird durch diesen einen Fehler entstanden sein, wo die Wasserfläche ein zu tief hoch erzeugt wurde. Da haben wir genau in dem Moment wohl diese Wüste erzeugt. Naja, ich bin dankbar für diese Wüste. Auch wenn sie bald keine Wüste mehr sein wird. Sondern mehr ein kleiner, flacher Ozean. Ja, jetzt wo wir dieses Deep Blue nicht mehr drin haben, sieht man natürlich hier die Farben darunter sehr stark. Deshalb hoffe ich einfach mal, dass wir das schnell hinkriegen, dass die Texture Packs da auch wieder kompatibel angezeigt werden. Aber ich sehe da jetzt kein großes Problem. Wir testen jetzt erstmal, ob das wirklich daran liegt. Also wenn wir heute keine weiteren Abstürze mehr hatten. Das würde es natürlich erklären, warum wir damals, als GP da war, keine Abstürze hatten. Dort haben wir nämlich im Default Texture Pack gespielt. Und somit alles kompatibel gehabt. Na gut. So. Haben wir noch Platz? Oh. Bis zur Küste werden wir es allerdings nicht mehr schaffen. Aber wir könnten ja diese Reihe angleichen. Ja, toll. Ich glaube nicht, dass hier viel abfallen wird, damit wir dort hinten das Wasser angleichen können. Naja, höchstens hier ganz am Rand schon. Auch nicht viel. Naja, man sollte dankbar dafür sein, dass hier nicht viel Mist kommt. So, jetzt gehen wir erstmal zurück. Sollte eh jeden Moment dunkel werden. Dann gucken wir mal, wie viel wir schon haben. Ich möchte auf jeden Fall nicht heute die ganze Aufnahme damit verschwenden. Hier nur Sand zu farmen. Deshalb, es soll schon relativ zügig gehen. Ne, warte mal. Blop, blop. So, Sandstein. Sandstein, Sandstein, Stein. Da haben wir noch. Und der Rest ist Sand. So, die Kiste, da packen wir jetzt erstmal hier das überflüssige Zeug rein. Und dann fangen wir einfach wieder hier an. Mann, geht das hier tief. Soll ja wirklich nur so ein bisschen abgestuft werden, damit das nicht ganz so Biombruch aussieht. Thank you.
So. Gehen aber auch schnell kaputt. Poppen wie Popcorn in der Mikrowelle weg. Da noch. Was sagt die Füllmenge? Die Füllmenge sagt, wir können noch weitermachen. Ja, die redet mit mir, die Füllmenge. Habe ich in eine schöne kleine Höhle gebuddelt. Na. Mit dem richtigen Werkzeug buddelt er sich leichter. So, rein da. So, und weiter geht's. Keine Zeit verlieren werden. Und vielleicht sogar noch ein bisschen was schaffen. Am Bau. Ey. Geh da weg. Jetzt hauen wir aber ein großes Loch in die Landschaft. Nicht so dolle. Aber was willst du machen, wenn da Kohle liegt? So, jetzt versuchen wir das Ganze erstmal wieder so ein bisschen auf einen Nenner zu kriegen. Ist ja eigentlich. Na gut. Da kommt eh Wasser drauf. So. So, jetzt haben wir gleich auch ein bisschen Stein, um schon mal so ein bisschen Grundierung reinzubringen. Dann machen wir das da halt mit Cobblestone. Wenn hier kein Dreck liegt, was bleibt uns anderes übrig? Den Kabel möchte ich auf jeden Fall nicht zurückschleppen. Davon haben wir da noch genug zum Abbauen. Dafür brauchen wir nicht bis in die Wüste. Ist das wirklich Wüste? Man könnte sagen, zum Strand eher. Ich meine, so richtig wüstig ist das ja hier schon lange nicht mehr. Na, guck mal, da habe ich eine Reihe noch vergessen. Ich bin jedenfalls gespannt in 2-3 Wochen, was dann für ein neues Feature in Minecraft kommt.
Also ich sag mal, wenn er schon so groß ankündigt, dann sollte es auch irgendwas Großes sein, und zwar für alle Sparten. Für die Creative-Spieler, für die Adventure-Spieler wie uns. Survival-Spieler, genau. Naja, obwohl wir sind eigentlich Creative Survival. Wir spielen zwar im Survival, aber eher in Richtung Creative. Daher sind wir da so eine Mischung. Naja, es geht ja auch nicht darum, was wir jetzt sind, sondern einfach, dass es auch für die Mapmaker und für alle irgendwie was ist. Also jetzt nichts, was für eine Sparte so komplett useless ist quasi. Das wäre nicht so schön. Wie zum Beispiel der Strukturblock. Ich meine, wir können ihn auch nutzen für die Adventure-Spieler. Ermöglicht es, mehr Strukturen schnell von Mojang generiert zu bekommen. So, das war wirklich ein Block, wo man sagen kann, ja, der ist indirekt für alle was. So, damit ich nicht den ganzen Sand gleich schon wieder zusammen habe. Sand, 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 Sand. Sand ist voll eine Kiste. Sandstein, Sandstein. So, kommt ihr jetzt erstmal mit. Dann kommt hier nämlich noch Sand rein. Ich habe heute was erfahren. Als ich das letzte Mal im Krankenhaus war zur Vorsorgeuntersuchung wegen meinem Magen, haben die mich 3 Tage da behalten. Da dürfen die eigentlich nicht mehr. Das ist interessant, oder? Das habe ich heute erfahren, denn ich bestand jetzt darauf, zu einem Facharzt zu gehen, wo die Wartezeiten doppelt so lang sind wie im Krankenhaus. Und allein deshalb, weil ich keinen Bock habe, 3 Tage im Krankenhaus zu verbringen. Na, 2 bis 3. Und jetzt stelle ich fest, das dürfen die eigentlich gar nicht mehr. Das sollte man denen mal sagen. Er ja, ist ja auch wahr. Also die Begründung, die der Facharzt mir gestellt hat, ist schon richtig. Er kriegt für eine Gastroskopie inklusive hier Vollnarkose und allem Pipapo kriegt er 200 Euro. Im Krankenhaus mit 2 Tagen Aufenthalt sind es 2000 Euro. Ja, da kann ich schon verstehen, dass die Krankenkassen da sagen, bitte macht das ambulant. Was soll der Scheiß? Ist ja auch was dran. Ich meine vor allem, ich beleg dann Zimmer. Für nix? Ich meine, ich bin ja nicht krank. Ich brauche nicht in einem Zimmer und den ganzen Tag da rumliegen. Vor allem, die machen dann ja auch jeden Pipapo noch. Die machen dann noch Röntgenaufnahme. Okay, Röntgen, sage ich noch, ist vernünftig. Aber dann Ultraschall, wo jeder Facharzt immer sagt, ja, Ultraschall können wir uns beim Magen sparen, sieht man eh nichts. Ja, machen die einen Ultraschall. Das ist reine Geldmache im Endeffekt. Da stimme ich ihm schon zu, das ist so. Na gut, es geht jetzt generell darum, Facharzt versus Krankenhaus. Ich meine, die Krankenhäuser klauen ja so den Fachärzten quasi die Kundschaft. Aber ich kann die Argumente schon nachvollziehen und da wird dann auch jetzt keine große Hasstirade hinterstecken. So. Machen wir erstmal nur bis hier. Gehen mal zurück. Dass wir da um den See rumkommen. Doch gerade so viel Kabel dabei, den können wir doch erstmal auch in den See kippen. Dann ist der schon mal dicht. Stimmt. Das könnten wir machen.
Gute Idee, Ero. Ich habe immer gute Ideen. Du hörst nur nie auf mich, das ist das Problem. Stimmt. In 90% der Fälle laberst du nämlich Scheiße. Oh. Das klären wir nachher. So, dann sind wir nämlich auch den Stack hier los. Gut. Hier können wir dann eigentlich schon gleich dasselbe machen. Und dann stopfen wir das Ding heute halt noch nicht zu. Also den Übergang zwischen Insel und Meer. Da brauchen wir eh zu viel. So viel kriegen wir hier gar nicht zustande. Wenn am Ende, wenn wir mit der Stadterweiterung dort fertig sind, können wir ja gucken, wenn Dreck oder Kabel überbleibt, können wir das alles mit hier hinschleppen und hier verbauen. Durch die Schulka-Chests geht es ja dann doch einigermaßen flott. Machen wir noch bis hier. Und dann geht es erstmal Richtung Bett.